Hier bin ich auf einem leichten Hügel oben, dann wieder ein bisschen ins Tal runter. Es hat da doch schon wenige Hügel, es ist nicht mehr alles so ganz flach wie am Anfang gestern. Und da ist noch eine schöne Allee. Was ein bisschen schade ist, der Pilgerweg führt in dieser Gegend oft über Straßen. Aber jetzt, ich wusste das und Polen, auf jeden Fall diese Gegend da, ist halt nicht so ein Wanderland. Führt hier nur der Jakobspilgerweg durch. Da drüben die vielen Windräder. Diese Gegend muss ich gestern gewesen sein. Da hier kommen die Züge von Leborg. Die Schiene ist auch nicht mehr so gerade. Da ist noch ein Bahnhof. Und die Richtung ist nach Leba. Dort, wo ich gestern war. Aber wie gesagt, da fährt nur im Sommer ein Zug. Jetzt leider noch nicht. Sonst wäre ich mit dem Zug noch ein kleines Stück gefahren. Da hat es ein paar wenige Häuser. Die Umgebung ist hier sowieso nicht so stark besiedelt. Es ist wirklich schön da, in dieser Umgebung, wenn nur nicht alles Straßen wäre. Zwischendurch voll schöne Natur, die Vögel und da ist noch ein kleiner Bach. Jetzt habe ich wieder einen kleinen See erreicht. Ein sehr schönes Naturgebiet da. Ziemlich oft so, dass die Umgebung doch schön ist. Schöne Natur. Und da noch auf die Gegenseite. Ich habe wieder schon fast einen Hügel erklommen und da oben sieht man doch ziemlich weit. Die ersten polnischen Kühe. Thank you.
Auch das da hier gehört zu Polen. Ein verfallenes Haus. Gibt es ja auch bei uns. Schon wieder in einem Dorf. Da blüht. Und da vorne ist die Kirche. Ich gehe gar nicht schauen, ob die offen hat. Weil bis jetzt hatte nur eine Kirche offen. Das ist schade. Auf dem Pilgerweg, dass die Kirchen da geschlossen sind. Aber es ist scheinbar an vielen Orten so. Jetzt bin ich schon fast auf dem Dorf raus. Diese schöne Landstraße geht es jetzt weiter. Da vorne hat es auch noch einen kleinen See. Ist ganz schön. Da viele so kleine Tümpel. Und da komme ich jetzt in einen Wald rein. Da wurde ein neuer Belag reingebaut. Jetzt komme ich wieder aus diesem großen Wald raus. Ich gehe jetzt da nach hinten und mache da eine Pause. Das ist irgendwie ein Naturparadies. Ah, da kann ich da hinten durch. Da hat sein Stamm. Und da mache ich jetzt eine Pause. Und mich da gut hinsetzen. Ja, ich gehe auf die andere Seite. Oh, da ist mein Pausenplatz. Anstatt da hier der Straße entlang, mache ich jetzt diesen Weg hier. Das ist ein Naturweg, der ist viel schöner. Ja, sieht es dann den Bildern an. Dann bisschen jetzt einen Umweg. Aber jetzt. Dafür habe ich nicht Straße. So. Da bin ich jetzt bei einer Gedenkstätte. Vom Papst. Da gerade vor dem Wald verläuft die Bahnlinie, die ich heute ja auch schon überschritten habe. Und es ist sehr gut signalisiert.
Übrigens, der Jerusalemweg ist auch der längste Friedensweg auf der ganzen Welt. Jetzt bin ich zwar ein bisschen von der Route abgewichen, aber damals, wo der dadurch geplant worden ist, war dieser Weg wahrscheinlich auch noch nicht eingezeichnet. Auch nicht als Pilgerweg, vermute ich. Und so habe ich jetzt doch auch noch ein bisschen Abwechslung und bin nicht nur auf Straßen unterwegs. Ich habe wieder ein paar Häuser erreicht. Das ist nur klein. Ich habe den schönen See erreicht. Schönes Rheinod da. Das gefällt mir so. Ich bin so froh, dass ich da durchgegangen bin. Und nicht alles der Straße entlang. Viel, viel schöner hier. Ab und zu muss man einfach so einen Abstecher machen. Oh, jetzt kann ich da runter an den See. Mache da eine kleine Pause. Es ist noch interessant, auf dem Pilgerweg habe ich bis jetzt noch niemanden angetroffen. Es ist natürlich auch ziemlich weit weg von Spanien, vom Ziel. Und umso weiter weg man ist, umso weniger hat es auch unterwegs. Da nehmen wir jetzt wieder Abschied vom See. War ganz ein schöner Flecken da. Das hat mir jetzt gefallen, dieser Besuch. Ja, gut, gehen wir wieder weiter. Da ist auch noch so ein Tümpelgebiet. Und da hier geht es gleich weiter. Und da muss es auch Biber haben. Wieder irgendwie fast im Niemandsland. Da vorne, wo man den Kirchturm sieht, wäre ich eigentlich durchgekommen. Jetzt habe ich aber einen viel, viel schöneren Weg gemacht da. Und nicht alles der großen Straße entlang. Und hier ist wieder ein großes Feld. Hinter diesem Damm wäre auch noch ein kleiner See. Aber den sieht man halt jetzt leider nicht.
Von da bin ich jetzt gekommen. Und hier hat es noch ganz interessante Wegweiser. Und eigentlich wäre ich durch diese Straße gekommen. Da habe ich auch geplant gehabt. Aber da hatte ich jetzt alles Naturweg. Und das war so schön. Jetzt geht es da weiter. Halt wieder der Straße entlang. Irgendwie wieder so in einem kleinen Weiler. Es hat nicht sehr viele Häuser. Wieder mal vor einem kleinen Aufstieg. Jetzt befinde ich mich auf dem letzthöheren Hügelzug, den ich vor meinem Ziel habe. Schöne Allee. Auf der anderen Seite sehe ich noch nicht runter. Und dann erst der weitere Weg, den ich aber jetzt noch nicht mache, wird es dann noch steiler und weiter hochgehen. Jetzt habe ich da den Abstieg und jetzt geht es, glaube ich, da vorne irgendwo noch wieder ein bisschen hoch. Aber nicht so viel. Diesen Hügelzug muss ich noch. Da bin ich jetzt bei der Kiseva. Ein kleiner Fluss. Der fließt dann weiter unten in die Leba. Schnell drüber. Dann da geht sie weiter. Da überquere ich jetzt die Kiseva noch einmal. Und kommt dann weiter vorne, überquere ich sie noch einmal. So. Von hier an bis ins Zentrum hat immer nur Häuser. Bin ich an der großen Straße vorne. Da bin ich heute Morgen durchgegangen und dann dort vorne hoch. Jetzt noch einen Abstecher und überquere nochmal die Kiseva. Bevor ich sie dann ganz verlasse. Es ist so schade. Die Kirchen sind alle abgeschlossen. Bei der letzten, wo ich rein wollte, war sogar noch kleinere Löcher und da konnte ich gar nichts filmen. Schade. Jetzt bin ich da ein bisschen am Dorfrand. Habe noch 3,9 Kilometer. Dann bin ich im Ziel. In Leeburg möchte ich zwar noch ein paar Sachen anschauen,
und hoffe, dass dann dort wenigstens die Kirche offen hat. Ich habe die Stadtgrenze von Leeburg erreicht. Aber ich habe immer noch über 3 Kilometer bis zu meinem Ziel. Und dann möchte ich euch noch 2, 3 Sachen zeigen. Übrigens bin ich hier an einer großen Straße. Man hört ja es auch sehr gut. Das ist noch ein Teil von der Stadtmauer. Da hat man einen Teil von der Mauer durchbrochen. Da vorne ist nochmals ein Turm. Ich hoffe, dass jetzt da mal offen ist. Schöne Anlage, aber kalt ist es hier. Jetzt möchte ich euch noch das Schloss zeigen. Schöne große Anlage. Das da hier ist Teil von der Leba. Die haben wir ja auch schon in Leeburg gesehen. Und das teilt sich dann da. Und das ist das Schloss. Und da vorne die Mühle von der Rückseite.
Das da ist wieder die Leber. Die frisst da schön die Mitte durch die Stadt. Und da vorne gibt es noch einen Eisladen. Ich glaube, da kaufe ich mir noch ein Eis. Da ist eine schöne Kolonne Richtung Stadt auswärts. Zum Glück bin ich zu Fuß unterwegs. Da vorne ist schon der Bahnhof. Da hier beim Bahnhof von Le Bourg schließe ich meine Pilgerreise ab. Danke fürs Begleiten. Bis zum nächsten Mal.